Hallöchen da draußen bei meiner Lieblingsbeschäftigung von Alien Isolation. Tja, heute ist es mal wieder soweit und wir werden eine Runde Alien jagen gehen, wollte ich gerade sagen. Ich würde mal sagen, das Alien wird uns jagen. Es ist ja auch ganz in der Nähe und wir müssen wirklich, ja, mega vorsichtig sein. Ich weiß gar nicht, wo genau wir jetzt hin sollen. Wir müssen mal aufs Kärtchen schauen. Ja, okay, was steht da Schönes drauf? Erlangen Sie Zugang zu dem Projekt KG-348 Forschungslaboren. Ich weiß nicht, wie wir das jetzt genau machen sollen, aber wir müssen mal schauen, dass wir uns vielleicht geduckt fortbewegen. Ich weiß, es ist nicht immer schlau, geduckt zu bleiben. Man muss auch mal irgendwann laufen. Ich werde jetzt auch mal laufen. Mal gucken. Vielleicht lässt uns das Alien ja ein bisschen in Ruhe. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat es uns ja so gerne mittlerweile, dass es uns wirklich meiden will. Wer weiß. Okay, hier waren wir, glaube ich, aber das letzte Mal. Oder? Ich glaube schon, ne? Ja. Daran kann ich mich noch erinnern. Oh, süß. Ups. Wieder eine fremde Bewegung. Es ist ätzend, ne? Das Alien könnte jetzt hier so runterkommen. Aber es ist mega ätzend, ne? Aber das ist ja auch das Geile bei Alien Isolation, dass das so fies ist, dieses Miststück. Also das kann man im Spiel echt nicht sagen. Es hält die Spannung. Klar, irgendwann wird es auch mal eintönig, jedenfalls so ein bisschen. Aber ansonsten hält dieses Game absolut die Spannung. Es hält einen bei der Stange. Es ist arschdunkel. Und es macht extrem viel Krach hier. Und ich habe auch schon unseren guten Flammenwerfer an Bord. Ist ja sehr nett, ne? Oh, sieht das geil aus. Wunderschön. Das bringt uns jetzt aber recht wenig. Es darf jetzt nicht schön aussehen. Es muss jetzt pragmatisch sein. Okay, wir müssen genau auf die andere Seite. Wir laufen da jetzt einfach mal hin. So what? So what? Da ist was. Da ist was. Alles mitnehmen und ein Ausweis, soweit ich das sehe. Hallo, was ist das denn für ein Ding? Ach, das ist Schrott. Okay, Schrott wollen wir nicht. Wir nehmen nur die guten Dinge mit. Wir sind sehr von uns eingenommen. Wir gucken nochmal aufs Kärtchen. Okay, da lang sollen wir. Die Tür ist aber zu, ne? Ich denke mal, wir müssen irgendwo was aktivieren. Kann das sein? Und hier ist eine Kamera. Okay, Plasmaschneider benutzen. Alles klar. Das werden wir auch sofort tun. Oh, ich hasse das, ne, dieses Ding zu benutzen. In der Zeit könnte das Alien kommen. Ja. Wait, ich bin drin. Okay, das Labor kann von der Hauptstation getrennt werden. Bringen Sie es wieder online und wir können die Systeme erneut verbinden. Alles klar. Ja, die gute Ripley, ey. Die ist ja auch eine Ingenieurin, ne? Die könnte mal zu mir nach Hause kommen. Mir ist nämlich tatsächlich jetzt gestern meine Xbox One kaputt gegangen. Jetzt ungelogen, ne? Die ist im Arsch. Also die hat angefangen, sich erstmal automatisch einzuschalten. Und das schon seit längerem. Und ich dachte erstmal, okay, ich sehe jetzt mal drüber hinweg und so. Und ich habe gar nicht so viel damit gespielt, ne? Und jetzt plötzlich funktioniert sie nicht mehr. Also sie geht an. Dann geht sie wieder aus, dann geht sie wieder an, dann piept alles 30.000 Mal rum. Also es ist nicht nur die Startfunktion, die piept, da piept irgendwie alles. Das Laufwerk piept, hier, da piept, dort piept, überall piept es, ne? Und dann noch zusätzlich, dass ich noch nicht mehr die CDs aus dem Laufwerk kriege. Das war ja noch das Krasseste an allem, ne? Und da musste ich, zum Glück hat die One ja so eine Funktion, dass man mit einer Büroklammer sich selber manuell seine CD rausholen kann, ne? Sonst hätte ich echt die Arschkarte gehabt. Ich dachte echt, okay, jetzt ist mein Spiel im Arsch, ne? Und ich habe mir gerade die Elder Scrolls Online zugelegt. Oh, Blut. Die wunderschicke Imperial Edition. Und dann passiert sowas, ne? Also das hat mich doch schon tierisch geärgert. Ich konnte noch nicht mal
einen halben Tag die Elder Scrolls Online spielen. Jetzt nicht am Stück, meine ich, ne? Allgemein. Das hat mich tierisch geärgert. Okay, ich denke mal, die Kameras, die werden uns indirekt schon beobachten, aber die wollen uns helfen, oder? Das sind die Leute, die uns beobachten. Soll ich in so einem Anzug einsteigen? Ich will so einen Anzug haben. Es wird bestimmt gleich da drin wieder hell, ey. Kann man hier auch lang? Nein, hier können wir nicht lang. Da können wir nur durch wahrscheinlich, wenn wir einen Raumanzug tragen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir später noch einen anziehen werden. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. So. Was ging denn hier ab? Ach, das ist aber nur ein Android, ne? Ey, es sind so fiese Geräusche. Mit der Zeit gewöhnt man sich ja dran. Ein merkwürdiger Komplex. Und wir mittendrin. Zusammen mit einem halben Androiden. Bitte öffne nicht mehr die Augen. Wir gehen mal hier durch. Klettern durch den Schacht. Ich lasse das Licht aus, ne? Das hält die Spannung auf. Ups, was ist das denn für ein Licht? Okay, ich muss noch nicht mal Licht einschalten. Oh, was ist denn da oben los? Houston, wir haben ein dickes, fettes Problem. So, dann wollen wir mal schauen. Okay, wir müssen natürlich eine Etage höher. Das ist mir schon klar, ne? Synthetiklabor haben wir hier. Okay. Da müssen wir den Strom hier direkt in der Mitte einschalten. Das heißt, wir müssen hier gleich wieder raus. Alien, lass mich in Ruhe. Such dir woanders Freunde. Hier sind wir aber sicher, ne? Ja. Ist es hier drin? Kann es sein? Ist es hier drin? Nee, es ist über uns. Wir warten einfach mal kurz. Komm, geh weiter! Ich hab genug da. Ja, wir warten jetzt einfach mal kurz. Tja. Es wandert weiter. Okay, vielleicht. Doch. Es verzieht sich erstmal wieder. Ja, genau. Verzieh dich mal. Geh weg, du Miststück. So, dann werden wir mal schauen, dass wir jetzt genau hier rausgehen und dann dahin gehen, damit das da, damit da. Und falls es uns doch noch begegnen sollte, dann werden wir es einfach flambieren. Ich hab die Schnauze voll. Wir flambieren das Drecksvieh. Und fertig. Ich habe keinen Bock mehr, hier Kompromisse einzugehen, ne? Jedes Mal muss ich hier die ganzen Kompromisse eingehen für dieses Miststück. So. So. Schauen wir mal nach. Da müssen wir rein. Strom wiederherstellen. Okay, wo stellen wir aber den Strom wieder her? Ist das vielleicht eine Etage höher? Kann das sein? Können wir auch irgendwie nach oben oder ist das hier irgendwo? Wenn die Schuhe quietschen, ist das auch kein gutes Zeichen. Das Alien könnte uns auch von der Theorie her dadurch hören. Okay, gut. Karte aktualisiert. Das ist mir jetzt schon mittlerweile klar, ne? Aber wo? Okay, von da kamen wir her. Leute, wenn es jetzt kommt, wir flambieren es. Ist mir scheißegal. Ich mach das Vieh fertig.
Miststück. Ich sag's euch. Okay, wir hätten hier weitergehen können. Nee, hier ist nichts. Da lang vielleicht? So. Alles mitnehmen, ich muss auch mal wieder basteln. Ihr seht es. Hier ist alles voll bei mir. Es macht mich wieder ganz curry. So. Ich meine, die könnten uns ja auch besser unterstützen. Ne? Die könnten ja hier die Kameras richtig mal überwachen. Und dann könnten die uns direkt sagen, wo das Alien ist. Ne? Anstatt uns hier total ausgeliefert und alleine zu lassen, ne? Was ist das? Oh, bitte sei tot. Bitte sei tot. Ey, ich kann nichts aufheben. Ich sag's euch, Leute, das lebt, das Ding. Das Ding ist noch am Leben. Oh, mein Gott. Oh, du verfluchtes Stück Kacke. Oh, Alter. Alte Scheiße. Ich hau ab, ey. Auf Wiedersehen. Oh Mann, ey. Ich wusste, dass das passiert, ne? Ich wusste, dass es passiert. Aber ich hab nichts gemacht. Ich hätte mich gleich verbissen sollen. So. Schauen wir uns mal hier um. Da können wir irgendwas machen. Leistungsschalter zurücksetzen. Das heißt, dass dann der Strom wahrscheinlich wieder hergestellt wird, ne? Aber hier können wir absafen. Und das würde ich erstmal gerne tun, bevor wir irgendetwas machen, ja? Bevor irgendein Android wieder auf dem Boden liegt, uns fertig machen will, das Alien kommt oder sonst irgendwas erscheint. Mann, Mann, Mann. So, ist das da? Ist es da? Nee, das war nur ein Schatten. Ätzender Schatten. So. Jetzt müsste der Strom wieder aktiv sein. Geschafft! Ich sehe eine Spannungsspitze. Verbinden Sie jetzt am Bedienpult im Zentrallabor die Laborsysteme wieder mit der Sevastopol. Wir verlassen uns auf Sie. Ripley. Gefahrenstoffleck. Okay, wir müssen jetzt wieder auf der anderen Seite hin. Ja, genau da. Ich finde das ja so mega geil, ne? Gehst du mal an. Genau. Ja, das ist mal wieder ein bisschen knifflig für mich. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt und wusste noch nicht mehr gerade, was ich da machen soll. Aber es funktioniert. Oh. Okay. Entkommen Sie aus dem Labor. Bitte verhalten Sie sich ruhig und gehen zum nächstgelegenen Ausgang. Zum nächstgelegenen Ausgang. Ey, die sind echt nett, ne? Die sind mega nice, das sag ich euch. Also, ja, auf die kann man sich verlassen, ne? So, ja. Es tut mir leid. Es tut mir leid, Ripley. Du kleine Lutschpuppe. Alter! Es hat mich eiskalt erwischt, ich sag's euch doch. Naja.
Ich hätte da irgendwie aus dieser Kapsel, glaube ich, entkommen sollen. Und diese Drecksau... Ja, ich sag's jetzt mal so, wie es ist. Es ist eine Drecksau. Eine widerliche Mistmade. Dem war das jetzt anscheinend so scheißegal. Ja, Hauptsache den eigenen Arsch retten. Ich sag's euch. So, jetzt müssen wir nochmal schauen. Ich sehe eine Spannungsspitze. Verbinden Sie jetzt am Bedienpult im Zentrallabor die Laborsysteme wieder mit der Sevastopol. Wir verlassen uns auf Sie, Ripley. Ich will jetzt erstmal ganz genau gucken. So, der Flammenwerfer ist ausgewählt. Ich muss gleich mit dem Flammenwerfer drauf. So, so, wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Da! Super. So. Ist das wieder weg? Bitte verhalten Sie sich ruhig und gehen Sie zum nächstgelegenen Ausgang. So. Es tut mir leid, Ripley. Ich saß in der Kacke. Nee, jetzt muss ich da durch. Ich muss da echt durch. Ich muss da einmal um Halligalli machen. Ich muss da einmal drumherum Halligalli machen. Leute, ich muss durch die Mitte. Ach so, hier. Kann ich auch durch. Hahaha. Ja, wir gehen ja genau durch die Mitte. Soweit das natürlich möglich ist, ne? So. Ein Stück vor. Okay, gut da lang. Jetzt müssen wir rauskommen, dann könnten wir abspeichern. Okay, hier ist aber ein Gitter. Hier kommen wir gar nicht raus, ne? Das heißt für uns, wir müssen hier vorne raus. Das Blöde dabei ist, das Alien könnte jetzt aber dadurch kommen. Ja, wir müssen da raus. Sorry dafür, aber es ist unsere Pflicht, dies zu tun. Und wenn es kommt, dann kommt es. Wir laufen jetzt ganz langsam. Ich speichere mal ab. Das Gute hierbei ist, wenn wir speichern, wir können auch wieder einmal zurückladen. Was ist denn mit der jetzt los? Ist die besoffen oder was? Oder ist sie irgendwie so schwer verletzt worden, dass sie voll einen draufgekriegt hat? Ich habe keine Ahnung. So. Noch ein Stückchen. Noch ein Stückchen, Ripley. Bitte begeben Sie sich zur nächstgelegenen und warten Sie auf die Notfallanlage. Da rein, ne? Auf Wiedersehen. Mach auf! Mach die Scheiße auf! Oh, 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 oh. Hau ab! Meine Luftschleuse! Meine! Such dir eine eigene. Okay, Leute, wir müssen jetzt warten. Scheiße! Da kommt es.
Okay. Oh, schnell rein! Rein!